Hallo miteinander und willkommen zu einem neuen Vlog meinerseits. Wir fahren heute mal kurz zu meinem Vater und wieder zurück, aber ich habe noch ein neues Thema für euch. Fangen wir einfach mal an. Ne? Also das erste Thema, was wir haben, ist, dass ich... Okay. Haben Sie aber komisch geschaut. So, das erste Thema, was wir haben, ist, dass ich nur noch den Standardauspuff drauf habe. Was man aber irgendwie gar nicht hört. Dazu wird es noch eine Review geben zwischen Akrapovic und dem Standardauspuff. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Das wird aber sich noch ein bisschen verzögern. Ich bin gerade noch in der Planung. Aber ich bin da schon ganz brav und erzähle euch das. Jetzt das zweite Thema ist, ich fahre morgen, wer es auf Instagram gefollowt hat mal wieder, also jetzt followen, fahre ich in die Schweiz. Was bedeutet das? Und zwar, ich fahre die TET, also die Trans-European Trail von der Schweiz. Die wurde vorletzte Woche geupdatet. Das sind vorher 350 Kilometer gewesen, jetzt sind es 575 Kilometer, bitte lasst mich nicht lügen. Und die fahre ich an dem Wochenende mal kurz mal ab. Ist hauptsächlich Straße, also nichts viel Offroad-mäßiges, aber halt mega geile Aussichten, weil die Schweiz halt einfach traumhaft hübsch ist. Also mit vielen Sektionen, die über 2000 Höhenmetern sind. Und es gibt halt auch noch so freie Campingplätze. Das heißt also, Campingplätze, wo man sich einfach hinstellen kann, das Geld im Endeffekt einfach irgendwo in eine Buchse reinsteckt, übernachtet und dann war es das. Ne? Also mega geil, also auch mit Lagerfeuer und so, da könnt ihr euch drauf freuen. Da gibt es eine Zeit. Und es gibt noch jemanden, der fährt da mit. Das ist der Adi. Also Grüße zu dich, Adi. Und ich freue mich schon. Wenn ihr das seht, werde ich wahrscheinlich also schon am Wochenende unterwegs sein, wenn ich es schaffe, es zu schneiden heute noch. Ja, ich hoffe, ihr versteht mich auch, weil ich habe jetzt auch ein neues Mikro und also ihr merkt, es wird alles neu und alles neu. Der Frankie rüstet auf. Auch das Videomaterial wird anders gemacht. Ich habe jetzt ein bisschen noch mit der GoPro rumgespielt und ich wusste halt nicht, dass man den Belichtungsfaktor einfach fixiert. Sein. Ja, und das dritte Thema ist, demnächst kommt auch der dritte Teil von meiner Deutschlandreise raus. Ich hoffe mal, dass euch die ersten zwei Teile auch schon gut gefallen haben. Aber ich sehe es ja auch schon von den Aufrufszahlen und auch von den Likes. Ich fand den auch schon sehr geil, die Teile. Aber ihr merkt, ich verbessere mich in jeglicher Hinsicht. Was steht noch an? Es steht Rumänien an. Das ist jetzt wieder auf dem Teller. Ich habe mir jetzt extra unbezahlten Urlaub genommen. Der kommt in 8 Wochen, wenn Corona uns keinen Strich durch die Rechnung macht und die Tore wieder schließen lässt. Ja, was haben wir noch bekommen? Wir waren nach der Deutschland-Tour waren wir bei Time to Ride. Dort habe ich ein sehr geiles Teil geschenkt bekommen. Das ist dieses hübsche Ding hier. Das ist der Tempomat für die Leute, die mal ein bisschen länger unterwegs sind. Der funktioniert so, dass man hier einfach auf die Bremse stellt und dann kannst du loslassen. Und für die Leute, die sagen, ich darf das hier nicht betätigen, wenn ich fahre. Leute, es gibt Leute, die können das betätigen während der Fahrt, und zwar auch auf dieser Seite. Und es gibt Leute, die können es halt nicht betätigen. Und bei BMW und allen anderen ist das ja genauso der Fall. Ja? Und wenn ihr in einem Auto sitzt, habt ihr auch einen Bordcomputer. Also jedenfalls ja, jeder, der kein 40 Jahre altes Auto fährt. Und
ganz ehrlich, ich bin halt der Meinung, man kann halt auch das Ding während der Fahrt bedienen, weil ich bleib nicht stehen, um jetzt da nachzulesen, wie viel Temperatur jetzt der Motor gerade hat oder ob ich jetzt hier sagen möchte, okay, ich habe jetzt einen Durchschnittsverbrauch von 4,9 Liter. Und was es noch geben wird, ist ein 10.000 Kilometer Special. Auch das wird noch kommen. Ihr merkt, in diesem Jahr kommt noch einiges. Also wir haben relativ viel mit euch vor. Oder ich. Die Werkstatt, das ist das nächste Thema, wird gerade umgebaut. Wir haben ein neues Dach bekommen. Ich habe auch schon angefangen zu streichen. Und da wird natürlich dann richtig geil eingerichtet. Und da gibt es dann auch einen kleinen Bereich, wo wir uns hinsetzen können. Da wird es wahrscheinlich auch ein kleines Sofa geben. Und also mega geil. Also ich freue mich da schon hart drauf, weil man dann halt auch mal Leute einladen kann. Und ihr könnt dann auch bestimmen, wer dann eingeladen wird. Dazu gibt es dann auch noch einen. Aber ihr könnt jetzt schon in die Kommentare schreiben, wen ich einladen soll und wer euch interessiert. Einfach mal Leute, die aus der Umgebung sind, zum Beispiel, was angedacht ist, wäre zum Beispiel mal Ralf Adachi zu interviewen oder Time to Ride. Wer weiß, was da alles zusammenkommt. Also schreibt in die Kommentare, ich würde mich freuen. Ach ja, schaut euch mal das an, ist das traumhaft. Traumhaft. Ach ja. Ja. Und ja, passt auf euch auf. Haut rein, bleibt gesund. Und wir sehen uns dann auf der Schweiz-Tour. Da werde ich auf Instagram wieder was posten. Da könnt ihr mir auch gerne mehr followen oder liken oder mir schreiben. Ich beantworte normalerweise jede Mail. Und würde mich auch freuen, euch mal kennenzulernen, wenn es möglich ist. Also, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, euer Frankie.